das, das juckt so. Heiß? Oh, ja, ey, du. Hey, Kies, kannst du mal in meine Unterhose gucken kurz? Nein. Oh, ich war kurz auf einer Reise in den Osten und ich glaube, da habe ich mir einen fiesen Strigoi eingefangen. Wie, was ist ein Strigoi? Das ist ein Vampir und kein Ausschlag. Oh, hast du Knoblauch da? Kannst du es ein bisschen einreiben? Nein, das ist ein Vampir. Das sind nachts die wird es immer voll schlimm. Nein, Vampire kommen zwar nachts, aber die haben keinen Ausschlag. Da kommt Blut raus beim Joggen. Wie geht's? Also solltest du damit definitiv zu einem Arzt. Aber der Arzt hat gesagt, er darf da nicht ran. Ich kann dir da nicht helfen, Alter. Neues EU-Recht, Intimuntersuchungen. Welche EU-Recht? Natürlich kann dürfen der nur noch Streetworker machen. Was? Ja, dann geh doch zu einem Streetworker-Arzt. Carsten Stahl darf... Mein dann lass dir doch von Carsten Stahl dein Geschlecht untersuchen. Streetworker und mittlerweile Arzt für Geschlechtskrankheiten. Da muss halt zu so einer Streetworker-Vereinigung. Kann ich ja nicht helfen. Wir brauchen Knoblauch, wir brauchen eine Spitzhacke. Richtig viel zu tun. Guck mal, es gab doch früher immer so Kärtchen, wo man dran so Kratzkärtchen, wo man dann den Duft gehabt, ne? Dann haben die Duft gehabt. Ja, was gab's ist bei den Simpsons, hatte ich damals ein Panini-Sticker-Album. Ja, oder bei Larry 7. Bei Larry 7 gab's das auch. Aber was wäre, wenn Kreis Industries mit einem super neuen Produkt kommen würde, so Moment mal, willst du mir damit erzählen, Kratzkärtchen mit Geschlechtskrankheit? Ja. Aber willst du mir erzählen, dass Kreis Industries wirklich existiert damit? Ja, nein, aber wenn also, wir diese Firma ergründen würden... Und ergründen, dann... ja, in seiner Tiefe. Oh, hier ist eine Crate. Ich hab auch, oh, guck mal, hier ist eine Notiz. Eine. Die haben welche mitgenommen, jede Nacht. Ich habe sie draußen auf den Dächern gehört. Haben sie draußen auf den Dächern genommen? Ja, auf den Dächern wurden die genommen. Morgen bringe ich meine Kinder aus diesem gottverdammten Ort weg. Dieser dreckige Wald. Das Blöde ist, dass hier alles so generisch aussieht, deswegen weiß ich nicht, wo ich schon gewesen bin. Ich hab da. Vielleicht sind sie gegangen, jetzt will ich ein wenig Schlaf nehmen. Das ist auf jeden Fall nicht irgendwie Rumänien, weil es ja so ein altes Wikingerdorf. Dann ist es. Wiki und die strammen Männer. Wiki und die strammen Schlangen. Oh, aua. Wiki und die Speikobra. Das Speikobra-Experiment ist ja schiefgegangen. Montag hatte ich irgendwie brennende Augen, da ist irgendwas nicht gut, richtig gelaufen. Ja, das Kreis Industry Speikobra-Experiment ist schiefgelaufen. Eine Weihspeikobra wollte ich mal. Eine Weihkobra. Weihkobra? Initiiert ihr großen also Wasser. Legenden zufolge soll es hier eine Pickaxe geben. Und mit dieser legendären Pickaxe. Ja, aber wo soll die denn sein? Ja, die soll aber irgendwo hier sein. Können wir nämlich in die Mine rein und dort können wir dann das Minenvolk besuchen. Die Moorcocks, die unter der Erde aus. Haben mehr als einen Schwengel. Deswegen haben sie sich unter die Erde verpisst. Und die Eloy Musks. mein Opa ist halb Musks, also hat er Geld. Halb Musk. Hängt die Flagge auf. Guck mir halb so einen Zettel, dann kannst du mal lesen. Oh, was ist das denn hier? Amulett müssen wir hier placen. Oh, Vero in a while. Renz und Vero sind verschwunden. Sie wollten in den Süden. Ja, und ein paar Tools dahin bringen. Ja, aber guck mal, ja, dann vielleicht sind da jetzt die. Im Süden sind die Tools. Weil der Süden ist ja hier. Der Süden ist ja hier. Ah, hier kannst du die Amuletzen. Der Süden. Hier kannst du die Amuletzen. Sollen wir mal in den Süden steppen? Vielleicht haben die irgendwelche Tools im Süden. Ja, was weiß ich. Da muss der Süden ja in die Richtung sein. Der Süden ist in die Richtung. In die Richtung. Aber unten steht doch S. Meinst du, vielleicht ist im Süden noch ein Dorf oder sowas? Ja, vielleicht ist da irgendwie noch so eine kleine... Ja, auch vielleicht auch nur so eine kleine Hütte. So zwei Schmiede, die sich gegenseitig das Eisen in der Hütte poliert haben. Folge mal der Südstraße. Oh, Kiste. Go South, haben sie gesagt. Abandatsch habe ich gekriegt. Abandatsch? Abandatsch. Aber du weißt, jetzt kann ein Vampir kommen. Hier ist so ein bisschen... Hier ist Strigoli, da oben sehe ich doch einen Hochsitz. Oben sehe ich einen kleinen Hochsitz. Vielleicht haben sie sich da gegenseitig das Stahl weich geknetet. Das kann gut sein. Noch ein Bandage. Ich bin der Bandage-Boy. Ich gehe mal die Straße weiter runter in die andere Richtung. Da ist ja hier so ein... Hier oben ist so eine Kiste und ein Buch. Aber das Buch kann man nicht lesen. Da war eine Batali drin und Silberkugeln. Guck mal, ob hier was ist. Hier ist irgendwie der Zwurbelfelsen. Au. Wir brauchen halt Werkzeug, um das Eisen. Oh. Ich höre ihn. Da ist er.
Gemini. Ich habe ihn geschossen und jetzt ist er, hat sich aufgelöst. Scrap Metal. Du sag mal, da unten ist so ein Feuer im Wald, oder? Ja, das ist wahrscheinlich eher der Sonnenuntergang, oder? Nee, da leuchtet doch was. Da leuchtet ein Licht, eine Fackel oder so. Hör mal hin. Oder ist da der Mineneingang zum alten McMini? McMini? McMini's Mine Cave? McMini's Mine Cave. Hier ist wirklich eine Cave. Echt? Hier ist eine Cave. Wo, auf der Map, kannst du mich sehen. Warte mal. Da bin ich nicht. Aber hier ist so ein Höhleneingang mit Lichtern und so. Da auch? Ja, warte mal, ich komme ja schon. Ich bin ja schon unterwegs. Oh, ein Ritualständer und alte Bilder von der Entstehungsgeschichte von Kreis Industries. Ja, das glaube ich sofort, dass es sowas gibt. Dass du einen Ständer gefunden hast im Wald. Oh nein. Auf dem Rasthof habe ich einen Ständer gefunden. Wir brauchen das Amulett hier. Aber wahrscheinlich ein geschmiedetes, ne? Ein selbstgemachtes, ja. Ein Geileisen gegossen. Oh, da hinten kommt doch schon wieder. Ronny Geileisen. Kalt machen, die Ronny, Sau. Ronny Geileisen. Flocken! Ich hab ihn geflockt, Alter, das hat mir vorbeigezischt. Echt, ist er durch ihn durch, der Flock? Ja. Da kommt er in deine Richtung, Lil. Ey, der hat sich aufgelöst. Ronny Geileisen. Gucke doch hier, ne? Was ist das denn hier? Die alte Krypta. Sag ich doch. Die alte Ritualkrypta. Du musst da wahrscheinlich hinten nicht hinlegen, kann man dann, die Beine was braucht man denn Heimat noch alles? Denken. Was ist das hier? Muss man da eine Garlic reinpressen oder so? Was? Nee, oder? Das sind einfach Blaise nur Kerzenstille. Da muss das Amuletto... Oh, guck mal hier. Das ja, Gerippe. Ja, sag ich ja. Vier Vampire. Mit echten Schädeln. Vier Saugfreunde. Schweller. Saugfreunde Schweller. Saugfreunde Schweller? Ich glaube, da müssen wir erstmal Synamit holen. Ich glaube, Synamit ist jetzt wichtig, dass wir das erstmal holen. Aber was ist denn ganz unten in dem Kranz? Sollen wir nicht nach unten zum Kranz gehen? In den aber waren wir nicht schon im unteren Kranz? Zum Südkranz? Achtung, am Südkranz rennt ein Vampir. Boah, jetzt hat er hier diesen Halsruf gemacht. Paarungsruf. Muss ihn wahrscheinlich direkt vorne auf sein Amulett shooten, ne? Vielleicht. Aufs Ramulett. Ramulett. Nummer einen mitgegeben. Ey, der joggt da hinten richtig rum. Jetzt hat er sich wieder aufgelöst oder ist unsichtbar geworden in dem Predator-Mode. Ich würde erstmal Dynamit holen, weil dann haben wir einfach mal Dynamit im Sack. Ist unten nicht die Salzleckmine? Das war die Salzleckmine in der Schlaufe, stimmt. Da sind wir damals hingelaufen. Das war die Leckmine? Stimmt. Ja, das war die Leckmine. Stimmt, da ist die Schleckmine. Das heißt, wir müssen erstmal nach... Wo war denn das Dynamit? Oben im Norden. Oben im... Hoch im Norden. Nordosten. Im hohen Nordosten. Nördlichsten Osten, den du kennst. Da ist Dynamit. Der nördlichste Osten. Und dann gibt es ja noch irgendwie die Kirchen. Die alten Kirchen, die man irgendwie noch gründen muss. Auch noch die Kirchen. Kirchen des gesegneten Ronnies. Was war das? Hat irgendjemand ein Klavier zugehauen? Hast du auch gehört? Ja. Achso, nee, aber ich höre gerade so ein Surround Sound irgendwie. Was geht jetzt ab? Dolby Digital Werbung auf einmal mitten im Spiel. Kann man eigentlich auch, ich meine, Kacken-Vampire, muss man von denen auch Kot abschmecken? Das weiß ich jetzt so genau nicht. Aber ich dachte, es gibt hier so einen schönen Graf Quackula-Vampir, aber irgendwie... Nee, das sind so richtige Strigois. Klassischer Strigoi, der hier rumrennt. Groß, hässlich. Strigoi-Sigoi. Strigoi-Viva. Ja, Strigoi-Viva. Strigoi-Wiener. Strigoi wie Wiener? Wanky Wieners, das ist auch irgendwas für Kreis Industries. Bockig wie Frankfurter, die Dinger. Bockig wie Frankfurter. Jetzt ist das Klavier zugegangen bei mir. Und ein Vampir? Aber jetzt habe ich Dolby. Jetzt höre ich auch den Dolby-Mann. Ja. Regnet? Es wird immer lauter, ne? Es regnet, ja.
Wieder oben haben wir das Dynamite gefunden. Ja, dann haben wir erstmal dünner Glied in der Tasche. Dann haben wir dünnes Glied in der Tasche, ja. Müssen wir halt noch die alten Kirchen und sowas finden. Ja, vielleicht können wir den auch nur bei Kirchen töten oder so. Du meinst auf geweihtem Boden? Ja, das ist der geweihte Boden, macht ihn vielleicht verletzlich. Entweder das war ein enormer Zufall oder wir haben ihn wirklich nur getötet, weil er halt auf dem Weihboden war. Ist halt die Frage, ist es eine Kirche Satans oder eine Kirche Christus? Ja, vielleicht beides irgendwie ein bisschen. Ammo. Silver Rifle Amorelli. Was war das? Immer zu Banjo-Seite gerissen vom alten Louis. Ja, klang so ein bisschen, als wäre irgendwo beim alten Louis die Banjo-Seite abgerissen. Okay, hier oben ist das Bienenstückchen. Das Wandersimulator. Wandern mit Vampire. Wandern mit dem Graf, das neue Spiel. Wandern mit dem Graf. Oh, ich hab das Dynamite. Hans Wandergraf. Auch noch eins mit. Transwanderwurst? Alter, ich habe eine alte Wanderwurst. Was ist eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel. Das hätten wir auch noch auschecken müssen. Au. Ich sollte aufhören, mich umzubringen. Das ist eine riesige Wege. Guck mal, jetzt müssen wir ganz wieder runter am Dorf quasi vorbei. Na gut, dann können wir doch am Dings noch vorbei, glaube ich. Alter, wie sich das anhört, wenn er hier. Mann, das? Da hinten ist er! Hans Lachs oder was? Ja, da ist er. Ach komm, Hans Lachs, der will bei dir. Der will immer noch mich. Boah! Ich habe ihm richtig einen Pfeil reingeflockt. Und noch mal hinten einen reingeschoben. Doppel geflockt, die Sau. Der Flockberger, der dreckige. Flockberger. Ist irgendwas Spannendes hier jetzt noch auf dem Weg, oder? Weiß es nicht. Ich brauche erstmal eine neue Batterie, hä? Ja, ich hau mal auch mal rein. Rein. Schön hier eine Batterie zwischen die Augen drücken. Eigentlich müsste ja auch irgendwas da oben beim anderen Kringel sein, ne? Das, da war ja nichts beim anderen Kringel. Also wir haben nichts Kringel gesehen. Vielleicht erscheint es auch erst irgendwie in einer neuen Nacht, in einer kalten. Ich hab Scrap Metal gefunden. Ja, ich habe auch 4 Scrap Metal, aber ich weiß noch nicht, wofür man die braucht. Also alten Legenden zufolge soll es irgendwo Werkzeug geben. Das muss ja irgendwo sein. Wir brauchen ja eine Hacke. Also wofür brauchten wir die Hacke? Um diese Kristalle abzuschlagen, die wahrscheinlich ins Amulett setzen müssen. Ah, alte, okay. Amulettkristalle. Ja, Amulett. Kramulett, ey. Machst du Kramulett oder was? Der alte Kramulett hat gesagt, machst du Kramulett. Und der hat ja in seiner Notiz geschrieben, im Süden werden die Kollegen mit dem Werkzeug kennen. So eine Picke ist ja eigentlich auch quasi ein Werkzeug, ne? Ja. Frage ist halt, wo genau im Süden? Was ist denn hier? Was sind das für viereckige Dinger hier? Wo? Oder sind das nur Steinhaufen oder was? Ne, guck mal, hier sind Holzstapel. Warum sind hier so viele Holzstapel? Keine Ahnung. Als Sägewerk oder so vielleicht. Ja, da ist eine Hütte, guck. Ja, vielleicht ist da Werkzeug drin. Die alte Werkzeughütte. Alte Roma-Hütte hier. Hm, eine Kiste. Bandages. Aber keine. Nee, Picke oder sowas. Zahnarztzange. Fallen liegen hier rum. Aber nichts, was man mitnehmen kann, ne? Nee. Hier ist nochmal Silberbullets. Hier, kannst du so einen Sack Kugeln nehmen hier drüben. Ach, Sackkugeln? Oh, jo. Aber wo ist das Gerät? Was ist das da hier, da hinten? Guck mal, das ist so eine Art Zaun oder sowas. Hä? Was ist das denn? Ist das das Dorf? Nee. Nee, da ist irgendwas anderes. Das. Vielleicht eine Church da oben auf dem Hügel? Oder da ist ein Hügeldorf oder sowas ist da. Nee, das ist ein Friedhof. Ein Friedelhof? Das ist ein Friedelhof. Mit der Kirsch. Frikandelhof ist das. Frikandelhof, der alte.
Hans Kandel. Ja, aber hier geht's nicht rein. Oh, da ist auch ein Strigi. Hier brummt doch einer. Ja, irgendwo da hinten ist ein Strigoi. Über den Strigoi. Alter, das ist ein Riesenladen hier. Aber es ist jetzt hell. Ja, vielleicht können wir in dem Hellen dann... Hier knurrt irgendwo einer rum. Ja. Ist einer ordentlich am Knurren und Schmatzen. Ich hab ne Notiz. Da kommt der Strigoi. Okay, wir müssen ihn hier blätten auf meinem Friedhof. Er hat sich verwandelt. Aber ich höre noch sein schlabberndes Saugen. Ja, er hat noch ein bisschen nachgeschlabbert. Robert, der Strigoi. Komm mal mit. Alter, aber hier sind die großen Engel. Aber da ist ein großer Zettel. Da hinten in dem Main-Gebäude. Und hier, guck mal, eine Lampe, zwei Lampen. Ja, aber kann man damit was machen? Weiß ich nicht. Hier steht, wir haben ihn beschworen, den Blutnebel letzte Nacht. Wir sind ein geopfertes Baby. Wir waren nicht in der Lage, so viele Dörfler zu retten, wie wir wollten. Er ist doch schon wieder hier irgendwo. Weißt du ihn? Wow, 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 er ist hinter mir. Er strigoit mich. Er strigoit. Er saugt an mir. Ich bin tot. Wo ist er denn? In der Kirche. Ich sag doch in der Kirche. Achtung, er kommt raus. Oh Gott, ich hab keinen... Flocken. Ich flock ihn in sein... Hau ab! Er beißt! Ich muss nachladen. Renn weg! Denk an deine Lebensenergie! Ich kann nicht wegrennen! Ist er weg? Dann komm schnell in die Kirche! Ich heal meine Wounds! Er lässt nicht locker! Alter, der frisst uns jetzt oder was? Auf geweihten Boden dreht er durch! Oh, er hat mich umgebracht! Hast du bist auch tot? Ja, er ist nicht weggegangen. Er hat mich hier in die Ecke eingeklemmt. Mich hat er auch in die Ecke eingefercht und hat dann auch mich eingebissen. Wie so ein Psycho. Der alte Strigoi. Hast du dir die Stelle gemerkt mit der Karte? Ja, ungefähr. Ungefähr. Verdammt, das ist gar nicht so einfach. Diese ganzen Hinweise und so. Gut, müssen wir beim nächsten Mal nochmal machen. Ja, schauen wir dann intensiv. Wir haben jetzt neue Schritte gelernt. Und Neues Strats. Neuen heiligen Boden haben wir entweiht. Ich habe einen Haufen da gelassen. Ja, ich auch. Ich habe markiert. Ich habe Beinchen gehoben. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.